Ist angenommen. Ich rufe auf die Zusatzpunkte 7 bis 9, Beratung von Vorlagen zur Gentechnik. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Staatsminister Dr. Volker Wissing. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade dunkle Zeiten brauchen Licht. Und in diesen dunklen Zeiten der Corona-Pandemie ist der vom Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech entwickelte Impfstoff Licht, Hoffnung und Zuversicht. Dessen Entwicklung zeigt eindrucksvoll die stetig wachsenden Möglichkeiten der Biotechnologie und hier ganz besonders auch der Gentechnik. Für mich steht außer Frage, wir müssen in Deutschland die mannigfaltigen Möglichkeiten der Biotechnologie stärker in den Blick nehmen. Und das gilt für Gentechnik, für grüne, rote und auch für weiße. Wir brauchen dazu eine breite gesellschaftliche Diskussion, die nicht auf die Risiken verengt ist, sondern ganz klar auch die Chancen benennt. Und jetzt, wo ganz aktuell sichtbar ist, welches Potenzial in der Gentechnik steckt, ist genau der richtige Zeitpunkt für eine breite öffentliche Debatte. Und meine Damen und Herren, neue Technologien sind eine Herausforderung. Sie schüren Ängste, sie wecken aber auch Hoffnungen. Und umso wichtiger ist es, dass wir zu guten Abwägungen kommen. Ein vorauseilendes Verbot ist genauso fahrlässig wie blinde Fortschrittsgläubigkeit. Besonders fatal ist es aber, wenn Forschung und Wissenschaft dem politischen Zeitgeist unterworfen werden. Politisch veranlasste Forschungsverbote, sie sind fahrlässig. Wissenschaft und Forschung brauchen Kreativität und Kreativität braucht Freiheit. Und das gilt auch für die Gentechnik. Spätestens der Erfolg von BioNTech sollte jedem gezeigt haben, welches Potenzial diese Technologie mit sich bringt. Und Corona ist, weiß Gott, und leider nicht die einzige Herausforderung, vor der die Menschheit steht und noch stehen wird. Der Klimawandel, die demografischen Entwicklungen in vielen Ländern der Erde, der globale Artenschwund, das sind nur einige der großen Aufgaben, denen wir nicht nur als Land, sondern als Menschheit insgesamt gegenüberstehen. Ob die Biotechnologie Beiträge zur Lösung leisten kann, vermag heute keiner sicher zu sagen. Und weil wir das nicht wissen, wäre und ist es grob fahrlässig, weitere Forschung in diesem Bereich einzuschränken oder gar darauf zu verzichten. Und ohne Frage, auch diejenigen, die direkt an der Forschung und der Veränderung von Erbgut von Organismen arbeiten, tragen große Verantwortung. Aber gleichermaßen ist die Verantwortung auch derjenigen groß, die in Deutschland Gentechnikforschung erschweren wollen oder sie gar aus dem Land vertreiben wollen. Sie tragen nämlich Verantwortung für den Fall, dass wir vor neuen Problemen stehen und nicht rechtzeitig eine Lösung finden. In einer Welt mit zunehmenden Umweltproblemen, die sich auf immer neue Herausforderungen einstellen muss, wäre es grob fahrlässig, vorschnell Technologien abzutun. Das Verbot der Gentechnik in Deutschland, in Teilen ja schon vollzogen, mag dazu geführt haben, dass in diesem Bereich bei uns kaum noch geforscht wird. Den Rest an Forschung sollten wir allerdings nicht aus dem Land vertreiben. Wer beim Klimaschutz, meine Damen und Herren, wer beim Klimaschutz eine wissenschaftsbasierte Debatte einfordert, der muss die wissenschaftsbasierte Debatte auch bei der Gentechnik akzeptieren. Und in diesem Hohen Haus wurde einmal ernsthaft ein Verbot der Digitalisierung des Fernsprechnetzes, ein Verbot der Glasfaserverkabelung und der Dienste- und Netzintegration im Fernsprechnetz, bekannt als ISDN, gefordert. Und meine Damen und Herren, ich mache mich nicht lustig über die Skepsis derjenigen, die das damals beantragt haben. Gute Entscheidungen entstehen nur dort, wo abgewogen hinterfragt und auch diskutiert wird. Und bei der Digitalisierung gibt es durchaus auch Gründe, Entwicklungen kritisch abzuwägen. Aber, meine Damen und Herren, die Haltung von Technologieverweigerern gehört zwar zu einem umfassenden Abwägungsprozess, sie ist auch nicht wirklich schädlich, solange sie nicht die Debatte dominiert. Wir haben heute moderne digitale Kommunikationsmöglichkeiten, weil die falsche Position damals nicht mehrheitlich durchgesetzt wurde. Wir haben heute einen Impfstoff gegen Covid-19 in Sicht, weil die Mehrheit für Gentechnik offen war, als BioNTech in Mainz gegründet wurde. Und meine Damen und Herren, heute müssen wir dafür sorgen, dass Wissenschaft und Forschung in der Gentechnik ihre Freiheit behalten, sonst werden wir nicht das Land der Innovation und der Lösungen globaler Probleme bleiben.
Deutschland ist eine Exportnation. Die gut bezahlten Arbeitsplätze in der Exportwirtschaft, sie sind das Fundament eines leistungsfähigen Sozialstaates. Das eigentliche Exportgut unseres Landes sind Innovationen. Mit Produkten und Technologien von gestern werden wir die Menschen weltweit nicht beeindrucken können. Deshalb ist für Deutschland eine freie Wissenschaft, eine freie Forschung noch wichtiger als für andere Länder. Und weil wir nicht wissen, mit welchen Herausforderungen wir künftig konfrontiert sein werden, sollten wir uns nicht fahrlässig irgendwelcher Optionen berauben. Und heute wissen wir, das gilt insbesondere für die Gentechnik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass mit BioNTech ein deutsches Unternehmen als erstes einen Impfstoff in Aussicht stellt, darf uns freuen, aber es darf uns nicht selbstzufrieden machen. Es darf uns stolz machen, weil hier in Deutschland hervorragende Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet wird. Für Selbstzufriedenheit gibt es aber keinen Grund. Denn BioNTech ist ein Ausnahmeunternehmen. Wir bräuchten mehr von diesen Ausnahmeunternehmen, denn die erfolgreichen Gründungen von heute, sie sind der starke Mittelstand von morgen, und wiederum der starke Mittelstand von morgen ist die Grundlage für den Erhalt unseres Wohlstands. Und damit mehr Gründungen den Sprung von der guten Idee zum erfolgreichen Unternehmen schaffen, brauchen wir bessere Bedingungen für Wagniskapital in Deutschland. BioNTech wurde in seiner Gründungsphase zwar durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert, und die Idee wäre nicht möglich gewesen, hätten wir nicht ein hervorragendes Netz an wissenschaftlichen Einrichtungen, mit denen eng zusammen kooperiert wurde und heute noch kooperiert wird. Die Phase der Gründung ist in Deutschland relativ gut begleitet. Problematisch ist aber die Finanzierung der sich anschließenden Wachstumsphase, meine Damen und Herren. Und hier gibt es in Deutschland erhebliche Defizite. Wir schaffen es zwar, aus guten Ideen Unternehmen entstehen zu lassen, aber es fällt uns schwer, diese Unternehmen groß werden zu lassen. In Deutschland will immer noch kaum jemand Einzelinvestitionen von 50 Millionen Euro oder mehr wagen. Die Folge ist, junge Unternehmen in der Gründungsphase werden zwar mit Steuergeldern unterstützt, kommen dann aber oft in ausländischen Besitz, und die Wertschöpfung beim Erfolg am Ende findet zu selten in Deutschland statt. Und deswegen, meine Damen und Herren, bei aller Begeisterung auch über die Beteiligung des Staates am Erfolg von BioNTech, darf man nicht übersehen, ohne privates Kapital würde es dieses Unternehmen heute in dieser Form wahrscheinlich nicht geben. Und bei aller Begeisterung für den Erfolg dieses Unternehmens, wir müssen in Deutschland dafür sorgen, dass dieses private Kapital sich auch in anderen Bereichen so stark mobilisiert, wie das bei BioNTech der Fall war. Und da haben wir große Aufgaben vor uns, insbesondere auch noch im deutschen Steuerrecht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Michael von Aberkron das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In dem vor uns liegenden Antrag der FDP-Fraktion gibt es sicherlich durchaus einige wertvolle Punkte, über die es sich zu diskutieren lohnt. Aber das heißt noch lange nicht, dass alle gelben neuen Forderungen auch mit der besten Gentechnik sogleich zu goldenen Worten werden. Die ersten Forderungen dieses Antrags beziehen sich auf einen neuen Förderfonds für Gentechnologie. Der deutsche und europäische Förderdschungel ist inzwischen schon so groß, dass es Unternehmen gibt, die sich damit beschäftigen, andere zu beraten und daraus im Grunde genommen ein eigenes Geschäftskonzept entwickelt zu haben. Es mag sein, dass die FDP das gerne, die auch diese Unternehmen stützen würde, aber den eigentlichen Unternehmen, die wir fördern wollen, nützt das so richtig nicht. Folgt man dieser Logik dieses Antrages, dann müsste auch bald die Forderung nach einem Förderfonds für Förderberater und die Einführung eines neuen Studiengangs für Förderberater folgen. Der vorliegende Antrag geht sogar noch ein bisschen weiter, indem Sie auch noch die Studienangebote für die Gentechnik und die neuen Verfahren der Biotechnologie anpassen wollen. Wir haben in Deutschland 18.000 Studiengänge. Für das spezielle Fach der Biotechnologie sind das allein 70.
Noch nicht einmal eingerechnet sind dabei die Fächer Medizin oder Agrarwissenschaften. Ich dachte, ich wäre mit der FDP mir immer darüber einig, dass sich der Staat aus der strikten Ausgestaltung der wissenschaftlichen Forschung raushalten würde. Dabei geht es ja nicht nur um die Freiheit von Forschung und Lehre, sondern es geht auch um die Autonomie der Hochschulen. Wenn wir eine optimale Forschung wollen, dann müssen wir es auch denjenigen überlassen, die uns eigentlich viel besser wissen und viel besser können, meine Damen und Herren. Nach dem Antrag sollen nun künftig auch noch Gesetzestexte um ein Kapitel zum Innovationsprinzip verlängert werden. Das finde ich ehrlich gesagt wenig innovativ. Und Herr Sattelberger, es ist leider ein Teil wieder für den Bürokratieaufbau, den Sie soeben. Vermutlich würden solche Zeilen mit ähnlicher Heißluftprosa gefüllt werden, die wieder wenig gehaltvolle Teil des Antrages zum Transfer von Forschungsergebnissen. Hier finden Sie sich die üblichen Füllwörter, die kennen Sie alle, Vernetzung, Synergieeffekte, Cluster, Translationspunkte und so weiter. Ich bin mir sicher, im Ausschuss könnte man da ein bisschen Konkreteres liefern. Als nächstes fordert die FDP-Fraktion Steuererleichterung für Geber von Wagniskapital. Es benötigt keine steuerlichen Anreize, um Wagniskapital anzulegen. Der Anreiz von Wagniskapital ist doch in Wahrheit eine dreistellige Renditechance, meine Damen und Herren. Da muss doch die KfW mit Steuergeld die Ausfallrisiken übernehmen. Wir haben in diesem Hause jüngst die steuerliche Förderung von Forschungsvorhaben beschlossen. Warten Sie doch mal ab, was uns das am Ende bringt. Im Übrigen, es ist ja hier schon angeklungen, stehen wir mit den F&E-Ausgaben weltweit nicht gerade schlecht da. Deutschland hat am BIP daran 3,1%, im Vergleich USA nur 2,8, China 2,0. Dabei liegt die private Wirtschaft mit immerhin fast 76 Milliarden Euro und einem Anstieg von fast 5% pro Jahr auf einem extrem hohen Niveau. Richtig ist es, bessere Möglichkeiten für Sparer zu schaffen, damit sie an den Renditechancen der Märkte besser partizipieren können. Das kann über bessere Anreize für Versicherungen und Pensionsfonds erreicht werden, damit sie mehr in Venture-Kapital investieren können. Eindeutig richtig ist allerdings Ihre Einschätzung zur Forderung, dass die Gesetzgebung gerade in Bezug auf das Genome-Editing und die neuen Züchtungstechniken einer dringenden Überarbeitung bedarf. Auf das Patentrecht muss geändert werden. Es kann nicht sein, dass Unternehmen ihre Patente nicht durchbringen und damit ihre Produkte wertlos sind. Auf der anderen Seite darf es auch nicht passieren, dass die Landwirtschaft eine Ernte einfährt, die Patenten und Lizenzen unterliegt. Die geradezu dogmatisch religiöse Ablehnung von Gentechnik im Allgemeinen und neuen Züchtungsmethoden im Speziellen ist nicht nur brandgefährlich, sie ist unehrlich, weil wir in der Medizin Beispiele haben, wo längst gentechnische Verfahren Menschenleben retten. Am Ende stellen sich aber sehr wohl die Fragen. Wollen wir diese Techniken nicht nutzen, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen oder den Klimawandel aufzuhalten? Können wir noch länger ernsthaft behaupten, unser Land sei frei von gentechnischen Erzeugnissen? Ist es möglich, uns von solchen Produkten dauerhaft abzuschotten? Und können wir uns das dauerhaft leisten, diese Hochtechnologie in dieser Weise zu diskriminieren und damit auf einen kaum zu unterschätzenden Verlust von Innovationskraft zu verzichten? Sollte es soweit kommen, bewahre die Vernunft dieses Hauses uns wirklich davor. Dann werden wir sehr teuer dafür auch mit Wohlstand bezahlen müssen. Ganz herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Protschka für die AfD-Fraktion. Ich zeige meinen Bauch. Habe die Ehre, Frau Präsidentin, Frau Ministerin. Wir haben ein Gutes, ist meistens anwesend, wenn wir reden. Einmal Respekt dafür, muss man auch mal sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gott zum Gruße, liebe Gäste im Hohen Haus.
In ihren Anträgen verspricht ja die FDP der Landwirtschaft neue Chancen und Zukunftsperspektiven durch den Einsatz fortschrittlicher Gentechnik, den sogenannten Genomediting bzw. der Genschere. Aber liebe FDP, das sind billige Heilsversprechen und nicht mehr. Es ist ja geradezu unlauter, wie Sie jetzt versuchen, bei den Landwirten falsche Hoffnungen zu wecken. Ja, die neuen Züchtungstechniken sind ein wissenschaftlicher Durchbruch. Für das gab es ja auch einen Nobelpreis. Und ja, damit werden wir landwirtschaftliche Kulturpflanzen in Zukunft deutlich schneller und präziser züchten können. Und ja, damit könnte es uns sogar gelingen, widerstandsfähige Sorten in Zukunft zu züchten. Was Sie aber bewusst verschweigen, ist, dass die Genschere kein Wunderwerkzeug nicht ist, mit dem Sie auf einen Schlag alle Probleme in der Pflanzenzucht beseitigen können. Denn auch bei dieser Methode schließen sich nach Erreichen des Editierziels mehrere Jahre Züchtungsarbeit an, in denen die Pflanze auf ihre veränderten Eigenschaften hin überprüft werden muss und komplexe Pflanzeneigenschaften, die Sie im Antrag groß anpreisen, wie beispielsweise Salz- oder hitzeresistente Pflanzen, lassen sich auch mit der Genschere nicht ohne weiteres in die Pflanze hineinzaubern. Sie wissen ganz genau, dass an solchen Eigenschaften mehrere Gene beteiligt sind, und hierfür ist noch erheblicher Forschungsbedarf vonnöten. Wir stimmen Ihnen zu, dass wir diese wichtige Grundlagenforschung. Warum? Was schimpft denn schon wieder? Frau Künast, lassen Sie unsere Ministerin in Ruhe. Wir stimmen Ihnen zu, dass wir diese wichtige Grundlagenforschung in Deutschland auf keinen Fall verschlafen dürfen. So wie wir zuvor dank den Altparteien, wo Sie auch dazugehören, und Ihr Minister hat ja gesprochen, schon viele neue Technologien verschlafen haben. Wir dürfen uns in Europa auch nicht durch übertriebene Regulierungen dieser neuen Züchtungsmethoden von den internationalen Forschungen abschotten bzw. abhängen lassen. Besonders wichtig ist uns, dass eine umfangreiche Risikoabschätzung dieses Verfahren durchgeführt wird und mögliche unerwünschte Nebenwirkungen auf die Umwelt erforscht werden. Außerdem müssen wir die Technik entwickeln, damit denen sich der Einsatz der Genschere bei Pflanzen und oder Tieren zurückverfolgen lässt. 2/3 der Bevölkerung wünscht sich genfrei erzeugte Lebensmittel. Und es ist deshalb unerlässlich, dass wir gentechnisch veränderte Lebensmittel aus dem Ausland schnellstmöglich transparent kennzeichnen können und oder den Import vielleicht sogar verbieten, um den Bürgern die gentechnikfreie Nahrungsmittel zu ermöglichen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir lehnen den fortschrittsfeindlichen Forderungen der Grünen in dem Bereich ab. Wir lehnen aber auch die Forderung der FDP ab, die Genschere sofort und fahrlässig in Deutschland freizugeben und in die Umwelt auszubringen. Das ist nicht gut, meine Damen und Herren. Die AfD ist eine Bürgerpartei und respektiert die Wünsche des Volkes. Deswegen haben wir auch gestern das Infektionsschutzgesetz abgelehnt. Wir setzen uns deshalb auch weiterhin für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel ein. Gleichzeitig wollen wir aber, dass der kontrollierte Einsatz der Gentechnik in Forschung und Wissenschaft erlaubt bleibt. Wir haben noch erheblichen Bedarf an Grundlagenforschung bei den neuen Züchtungsmethoden und dürfen uns hier nicht abhängen lassen. Politik mit Vernunft geht nur mit der AfD. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege René Röspel das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Minister, ich hatte gerade Sie fragen hören, wenn ich das richtig mitbekommen habe, welche Möglichkeiten die Biotechnologie für die Gesellschaft künftig haben würde, sei noch ziemlich offen. Ich will ausdrücklich sagen, wenn ich das so richtig verstanden habe, ich glaube, das ist längst beantwortet. Und ich glaube, dass Biotechnologie große Chancen hat, und zwar seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten. Ich trinke gerne Bier, und Bierbrauen ist Gentechnologie. Wir brauchen Zitronensäure, das wird auf biotechnologischen Verfahren hergestellt. Und ganz viel bis hin zu BioNTech mit der
mit dem Übergang zur Gentechnologie. Gibt es Biotechnologie? Das ist aus meiner Sicht sogar unumstritten bei uns in der Fraktion. Jedenfalls gibt es da keine Probleme mit. Was tatsächlich ein Problem darstellen kann, ist die Verwendung von Gentechnologie. Da gibt es nämlich einen Unterschied. Das heißt ja heute Gentechnikstandort Deutschland und nicht Biotechnologiedebatte. Gentechnologie, da wo eben Gene verändert werden, ist in einigen Bereichen von uns kritisch gesehen. Überall da, wo es sich um rote Gentechnologie, also Gentechnologie am Menschen handelt, gibt es Bereiche, wo entweder ethische Grenzen überschritten werden oder tatsächlich eine Gefährdung des Individuums vorliegen kann. Deswegen ist gegen somatische Gentherapie zum Beispiel nichts einzuwenden, wenn sie denn sicher für den Patienten ist. Wo wir tatsächlich Probleme haben, ist es im Bereich der sogenannten grünen oder Agrogentechnologie. Da nämlich, wo Organismen verändert werden und ausgebracht werden, also in Verkehr gebracht werden, und wir nicht wissen können, und das ist einer der Grundsätze, die ich jedenfalls mit ins Parlament mal genommen habe, Entscheidungen zu treffen, die reversibel sind. Rente mit 67 kann die nächste Generation zurücknehmen oder was auch immer. Aber eine Entscheidung, fahrlässig möglicherweise oder nicht ausdrücklich oder nur einem Innovationsprinzip folgend, Pflanzen gentechnisch verändert auszubringen, man sieht ja viele Beispiele weltweit, und nicht zu wissen, wie kriege ich das vielleicht in 20 Jahren wieder eingeholt, wenn eben Nachteile entstehen oder sichtbar werden. Das ist für uns eine Entscheidung, die wohl überlegt sein muss und die aus unserer Sicht rechtfertigt, das Vorsorgeprinzip, also genau zu schauen und Risiken abzuwägen, immer noch gelten zu lassen und nicht durch ein Innovationsprinzip, leider auch in Teilen der Bundesregierung ja vertreten, verwässern zu lassen. Worum geht es denn? Diese neuen Genscheren oder die neuen gentechnischen Technologien sind in der Lage, präziser als alles das, was wir bislang kannten, aber eben auch nicht 100,00% präzise und sensitiv, Gene zu verändern oder Genome zu verändern. Und wir glauben, von einigen Pflanzen oder Organismen die Gensequenzen zu kennen, das ist relativ einfach, und sie zu verstehen. Von den meisten wissen wir relativ wenig oder gar nicht. Da sehen wir nur eine Reihenfolge von Buchstaben. Und ich habe von Professor Fesemann ein schönes Beispiel gelernt. Der hat sich nämlich mal eine Kantsteinbibel von 1731 angeguckt oder ist auf diesen Fall gestoßen. Eine Bibel mit mehreren hundert Seiten, Tausenden von Wörtern und Zehntausenden von Buchstaben. Und das haben die Mönche brav abgeschrieben oder gedruckt, aber tatsächlich fehlt ein Wort. Da steht nämlich drin, du sollst Ehe brechen, weil das nicht vergessen worden ist. Nun, das kann für eine Handlungsanleitung sein, gibt aber zu Hause Ärger. Davon ab. Wer diesen Text im Kontext versteht und diese Bibel liest, wird vielleicht merken, dass das nicht fehlt. Vielleicht sind auch andere Stellen interessanter. Und dann sagen, okay, im Kontext verstehe ich, dass diese Aussage, du sollst Ehe brechen, falsch ist, weil das ist gemeint, du sollst nicht Ehe brechen. Wer nur Deutsch kann und Kontexte nicht versteht, also wenn ein Kind das zum ersten Mal liest, du sollst Ehe brechen, wird er das als Information wahrnehmen und Handlungsanweisung. Versteht also tatsächlich nicht den Sinn. Und wer vor dieser Bibel steht und nur die Reihenfolge von Buchstaben sieht, wird weder Kontext noch den Inhalt verstehen. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir vor einem Genom stehen mit ganz vielen Buchstaben und wir glauben, den einen oder anderen ersetzen zu können und zu wissen, was passiert, handeln wir so wie der, der die Kantsteinbibel von 1731 zum ersten Mal liest. Und ich finde, das ist ein sehr bemerkenswerter Punkt. Und wir haben eine Verantwortung auch gegenüber künftigen Generationen, nicht leichtfertig mit solchen Technologien umzugehen, überall da, wo es nicht in geschlossenen Systemen stattfindet, sondern es um Freisetzung geht. Und wir jedenfalls halten es für wichtig, eine solche Verfahrensweise an den Tag zu legen. Und deswegen halten wir auch für richtig, dass der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass auch diese neuen Methoden, übrigens Emmanuel Charpentier hat sie jedenfalls uns gesagt, arbeitet gern in Deutschland, forscht gern in Deutschland, die Erfinderin von CRISPR-Cas9 oder unter anderem Erfindung. Das heißt, die Bedingungen können ja so schlecht gar nicht sein. Und vieles ist möglich im Bereich der Gentechnik. Bei der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen allerdings sind wir nach wie vor sehr zurückhaltend. Herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. Kirsten Tackmann für die Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Debatte geht es auch um Anträge der FDP zu sogenannten neuen Methoden in der Pflanzenzüchtung. Ich sage so genannt, weil es eigentlich nur um neue Formen der Gentechnik geht. Ich sage nicht nur ich oder die Linke, sondern sagt der Europäische Gerichtshof. Und der hat recht, denn da, wo das Genom direkt technisch verändert wird, ist es Gentechnik. Beim Lesen der Anträge fiel mir unwillkürlich einer meiner Lieblingsfilme ein und täglich grüßt das Murmeltier. In diesem Film erlebt Hauptdarsteller Bill Murray einen bestimmten Tag immer wieder neu, bis er ein besserer Mensch geworden ist. Wie lange die FDP ihr Mantra von den Heilsversprechen gentechnisch veränderter Pflanzen noch wiederholt, weiß ich nicht. Da mir aber die einsichtige Erlösung der FDP nicht vorstellen kann, bedauerlicherweise wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit, dabei sind diese Versprechen doch längst gebrochen. Gentechnisch veränderte Pflanzen haben vor allen Dingen Saatgut- und Chemiemultis reich gemacht, statt den versprochenen essentiellen Beitrag zur weltweiten Ernährungssicherung durch weniger Pestizide oder weniger Düngemittel. Das Risiko, die Folgeschäden, hatten aber meist die Betroffenen, ob die Baumwollbauern in Indien oder wir als ganze Gesellschaft. Und was in manchen innovativen Start-up beginnt, endet doch meistens leider zu oft wieder bei denselben großen Konzernen. Aber gerade bei Lebensmitteln sollen gerade nicht Bayer und Co. entscheiden, was auf unserem Acker oder später auf dem Teller landet, sondern der Agrarbetrieb nebenan. Die Linke ist nicht technologiefeindlich, aber eben auch nicht technologiegläubig. Die diesjährige Nobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier, Erfinderin der Genschere, hat laut Ärzteblatt schon 2018 gefordert, wir brauchen eine verstärkte Debatte und internationale Regularien zu den potenziellen Risiken von CRISPR-Cas9 als Gen-Editing-Technik. Da hat sie vollkommen recht. Und sie ist eben dann auch gänzlich ungeeignet als Kronzeugung der FDP. Eine Technologie selbst kann aber gar nichts dafür, wenn sie unvorsichtig geh- oder gar missbraucht wird. Aber wir als Gesetzgeber haben umso mehr Verantwortung, dass es eben nicht geschieht. Genau deshalb ist ja das Vorsorgeprinzip so fundamental im EU-Recht verankert. Und das ist auch gut so. Umso entlarvender ist es, wenn die FDP auch heute wieder ein sogenanntes Innovationsprinzip gleichrangig mit dem Vorsorgeprinzip fordert. Das ist ja nichts anderes als eine Relativierung des Vorsorgeprinzips. Und das hat Verfassungsrang in der EU. Mal abgesehen von der Frage, was ist denn innovativ und wer entscheidet das eigentlich? Als Linke verneinen wir nicht die Chancen durch neue biotechnische Verfahren. Aber die Frage der Gefahren muss ernsthaft beantwortet werden. Und wem nutzt es? Nun wird ja oft behauptet, die sogenannten neuen Züchtungsmethoden würden ja viel gezielter ins Genom eingreifen als bisherige agrogentechnische Verfahren. Nur kann man es unterdessen besser wissen, weil neue Studien auf Risiken hinweisen. Denn das Genom funktioniert eben nicht so linear, wie auch ich das in der Schule und in der Veterinärmedizinstudium gelernt habe. Eine bestimmte Gensequenz führt eben nicht immer zum gleichen Ergebnis. Deshalb ist die gefahrlose Veränderung des Genoms einfach ein Mythos. Studien zeigen solche Kollateralschäden unterdessen. Und auch nicht nur an der Stelle die beabsichtigte Veränderung des Genoms, on-target nennt man das, sondern eben auch weit weg, nämlich off-target. Und das ist viel, viel später zu erkennen. Bei Gentherapien tödlich verlaufender Erkrankungen zum Beispiel mag man dieses Risiko berechtigterweise in Kauf nehmen. Aber in der Pflanzenzüchtung sollen diese Merkmale ja vererbt, also vervielfältigt werden. Da geht es eben nicht nur um diese eine gentechnisch veränderte Pflanze. Diese Gefahr der Vervielfältigung auch ungewollter Fehler im Genom zu relativieren, ist einfach unverantwortlich. Nun wird gern behauptet, man könne den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ja kontrollieren. Ich will mal vier Gegenbeispiele bringen. Vor einigen Jahren ist ungewollt eine gentechnisch veränderte Petunie im Blumenhandel aufgetaucht. Aufgefallen ist das nur durch ihre orange Blütenfarbe, die eben natürlich nicht erzeugbar ist. Ähnlich war es beim ungewollten Anbau einer gentechnisch veränderten Kartoffel in Schweden. Auch hier ist es nur aufgefallen wegen der anderen Blütefarbe. Der gentechnisch veränderte Reis L601 aus einem kleinen Forschungsanbau in Georgia, USA, tauchte plötzlich weltweit in Supermarktregalen auf. Er ist nie zugelassen worden. Und im mexikanischen Ursprungsgebiet des Mais wurden gentechnische Veränderungen nachgewiesen, obwohl dort ein solcher Anbau nie offiziell stattgefunden hat.
Das sollte zu denken geben. Hinzu kommt das ökologische Risiko. Eine solche gentechnisch veränderte Pflanze kann nämlich ihre genetische Veränderung auf wildlebende Verwandte auskreuzen. Und das wäre dann definitiv nicht rückholbar. Es gibt also aus Sicht der Linken viele gute Gründe, am Vorsorgeprinzip gerade bei gentechnisch veränderten Pflanzen festzuhalten. Und auch die sogenannten neuen Züchtungsmethoden müssen nach strengem Gentechnikrecht reguliert werden. Zum Abschluss möchte ich der FDP ein paar weise Worte des Weihbischofs Anton Losinger aus Augsburg, einem langjährigen Mitglied des Deutschen Ethikrats, ins Stammbuch schreiben. Er empfahl im Oktober im Domradio den verantwortungsvollen Umgang und eine gesellschaftliche Debatte, die für die neuen Fragen sensibilisiert und nicht von ökonomischen Interessen bestimmt wird. Vielleicht kann man ja die FDP doch noch erlösen und die Union gleich mit. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Harald Ebner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die FDP betreibt hier im Fahrwasser von Corona billige Polemik statt einer seriösen Debatte. Sie werfen Anwendungen der Gentechnik in geschlossenen Systemen im Agrarbereich und in der Medizin schmerzfrei in einen Topf. Das ist nicht sachgerecht. Vorneweg, die Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 ist eine herausragende Leistung. Und dass mindestens drei deutsche Unternehmen ganz vorne mit dabei sind, das zeigt, wie gut wir auf diesem Feld aufgestellt sind, ob in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg. Aber wir müssen die Debatten auseinanderhalten. Während bei der Herstellung von Insulin oder Impfstoffen, den genannten Impfstoffen, Gentechnik in geschlossenen Systemen angewandt wird, geht es im Bereich der Agrogentechnik um etwas völlig anderes, nämlich um deren Freisetzung, von vermehrungsfähigen, gentechnisch veränderten Lebewesen in unsere Ökosysteme. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Aber Sie suggerieren den Menschen, das wäre vergleichbar. Das ist es nicht. Impfstoffe durchlaufen umfassende Risikoprüfungen, selbst im verkürzten Verfahren. Sicherheit und Verträglichkeit haben dabei Vorrang, und das ist gut so. Aber warum, liebe Kolleginnen von der FDP, sind Sie dann gegen eine Risikoprüfung bei der Freisetzung von lebendigen, vermehrungsfähigen Organismen? Das ist doch scheinheilig. Sie wollen das europäische Vorsorgeprinzip aushebeln und ihm ein Innovationsprinzip zur Seite stellen. Aber ein bisschen Vorsorgeprinzip geht genauso wenig wie ein bisschen schwanger. Und wer wie die FDP meint, die Risiken schon vor ihrer Prüfung zu kennen, der setzt doch fahrlässig Gesundheit von Umwelt und Mensch aufs Spiel. Und die Menschen da draußen, die verstehen diesen Unterschied. Mehr als 80% von ihnen wollen Gentechnik weder auf dem Acker noch auf dem Teller. Und wir respektieren das im Gegensatz zu Ihnen, denn wir haben nicht zu bewerten, warum die Menschen keine Gentechnik wollen. Wir haben ihre Wahlfreiheit zu sichern und das Vorsorgeprinzip zu respektieren. Und wir werden das tun. Kollege Ebner, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung von Dr. Höcke? Gerne. Vielen Dank, Herr Kollege Ebner, dass Sie meine Zwischenfrage zulassen und dass Sie noch mal eben die grüne Position zu diesem Themenbereich sehr eindringlich skizziert haben. Ich möchte Sie gerne mit einem Zitat Ihrer Parteifreundin aus Baden-Württemberg, von Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft und Forschung in Baden-Württemberg, konfrontieren. Frau Bauer lässt sich zitieren mit den Worten: Grünen und Umweltaktivisten wird vorgeworfen, dass Kritik an neuen gentechnischen Verfahren nicht sachlich sei. Nicht zu Unrecht, meine ich. In der Debatte wurden Fakten nicht anerkannt. Die Grünen sollten den Stand der Wissenschaft anerkennen und Gentechnik eine Chance geben. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, ob Sie sich der Meinung Ihrer Parteifreundin aus Baden-Württemberg anschließen oder ob sie nach Ihrer Meinung Unrecht hat. Lieber Kollege Hocker,
genau diesen Unterschied, den ich gerade versuche, Ihnen zu erläutern, haben Sie an der Stelle noch nicht verstanden, indem Sie die Debatte wieder verengen darauf, ob jemand was ablehnt oder verbietet oder nicht. Es geht darum, dass wir die Wahlfreiheit der Menschen respektieren. Die Wahlfreiheit, ob sie gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel kaufen können oder nicht, dass sie am Regal entscheiden können. Und das können sie nur, wenn eine Kennzeichnung erfolgt. Und diese Kennzeichnung, diese verpflichtende Kennzeichnung, die bekommen wir nur, Herr Kollege, die bekommen wir nur, wie ich auf die Frage antworte, ist im Übrigen meine Sache und nicht Ihre, die bekommen wir nur, wenn wir ordentliche Zulassungsverfahren beibehalten. Das ist genau das, was Sie jetzt aushebeln wollen. Das ist das, was Sie abschaffen wollen. Sie wollen den Menschen ihre Wahlfreiheit nehmen, und das machen weder ich noch die Kollegin Bauer mit. So, ich habe schon gesagt, Sie wollen genau an der Stelle deregulieren. Sie wollen den Menschen ihr Recht auf Wahlfreiheit nehmen, wenn sie Pflanzen aus neuer Gentechnik, aus den Zulassungsverfahren und damit aus der Kennzeichnung nehmen. Es muss auch künftig draufstehen, was drin ist. Und deshalb stehen wir auch voll und ganz hinter dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2018. Das sagt, auch neue Gentechnik ist Gentechnik, und sie muss genauso reguliert werden. Unser Antrag zeigt auf, was dazu notwendig ist. Wir wollen den Gesetzesvollzug durch Entwicklung geeigneter Nachweisverfahren, Förderung der Risikoforschung und Führen europäischer Register gewährleisten. Nur so kann gentechnikfreie Lebensmittelwirtschaft auch künftig gentechnikfrei bleiben. Es gilt, mehr öffentliche Gelder in die Stärkung und Weiterentwicklung klassischer Pflanzenzüchtung und Entwicklung besserer agrarökologischen Anbausysteme weltweit zu stecken. Und so stellen wir uns den Herausforderungen der Klimakrise statt dem Hoffen auf eine Wundertechnologie. Dankeschön. Zuerst mal Entschuldigung, Herr Wocker, ich hatte das phonetisch nicht richtig verstanden, als mir Ihre Meldung übergeben wurde. Also ich wollte Ihren Namen nicht in irgendeiner Weise. Und ansonsten, ich habe die zweite Zwischenfrage nicht zugelassen, weil Herr Ebner erkennbar am Ende seiner Redezeit war. Müssen Sie das nächste Mal etwas früher bitte sich bemerkbar machen. Ja. Nein. So, das Wort hat die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, lieber Landesminister Volker Wissing, Forschung, Innovation kann unser Leben besser, gesünder und auch nachhaltiger machen. Ich will mehr Sachlichkeit hier auch in die Debatte wieder reinbringen und mit Beispielen kommen. Kartoffeln mit einer geringeren Acrylamidbildung, das heißt weniger krebserregend zu sein, Salat mit einem höheren Vitamin-C-Gehalt, Pilzresistenzen, unter anderem für Mais, Weizen oder Bananen, um Pflanzenschutzmittel einzusparen. Oder Trockentoleranz von Mais, um Wasserverbrauch zu reduzieren. Warum erwähne ich das? Weil schon seit Beginn der Landwirtschaft hat die Wissenschaft besonders geeignete Pflanzenexemplare ausgewählt und auch vermehrt. Und ohne dieses gäbe es unsere heutige Ernährung nicht. Ohne diese Züchtung wäre das nicht denkbar. Und seit Jahrzehnten werden zufällige Veränderungen beispielsweise durch Bestrahlung forciert und nach dem Prinzip des Versuchs und Irrtums auch eingesetzt. Das ist wie ein Suchen nach der Nadel im Heuhaufen. Aber es gibt neue Züchtungstechnologien, die uns unglaublich viel Zeit sparen und die im Übrigen von spontanen Zufallsmutationen überhaupt nicht zu unterscheiden sind. Und ich plädiere zusammen mit der Union dafür,
dass wir hier offen sind und ideologische Scheuklappen endlich ablehnen. Warum? Weil es gerade immer wieder die Grünen sind, die gerade aus städtischer Sicht heraus in den ländlichen Raum hinein Forderungen an die Landwirtschaft haben. Sie soll weniger Pflanzenschutzmittel brauchen. Sie soll aber bitte regional produzieren und keine Ressourcen verbrauchen. Lebensmittelverschwendung soll reduziert werden. Und vor allen Dingen sollen wir die Pflanzen anbauen, die für den Boden gut sind. Und das während eines sich verändernden Klimas. Aber das Instrument, was Landwirte dafür brauchen, das wollen sie ihnen nicht geben. Und selber Bauer werden wollen die wenigsten von ihnen. Und das ist doch die Herausforderung von einer verantwortungsvollen Politik. Und wenn man sich diese Debatte, die Bandbreite anschaut zwischen FDP und Grüne, das ist wirklich sehr, sehr schön. Denn deshalb sucht auch der Landesminister Volker Wissing, also es war ja ein besonderes Schauspiel hier, er braucht ja die Bundesbühne, um seine Meinung zu äußern, dort, wo die FDP in der Opposition ist, was er eigentlich auf Landesbühne dann tun könnte, weil er dort in der Regierung ist, aber da macht er es nicht. Und warum macht er es dort nicht? Ich möchte Ihnen mal kurz einen Auszug aus dem Koalitionsvertrag vorlesen, den Herr Wissing unterschrieben hat. Und in diesem Koalitionsvertrag, den Herr Wissing unterschrieben hat, heißt es, die rheinland-pfälzische Landwirtschaft arbeitet im Anbau gentechnikfrei. Daran werden wir nichts ändern. Das ist die FDP, wenn sie regieren darf. Und insofern will ich auch sagen, Biotech-Aufsichtsratschef Helmut Jeckle, der sagte in Richtung rheinland-pfälzischer Landesregierung, wo die FDP mitregiert, ein solches Bemühen wie zum Beispiel in Brandenburg um andere Unternehmen können wir leider bisher in Rheinland-Pfalz nicht feststellen. Initiativen in diese Richtung seitens der Regierungskoalition aus SPD, FDP und Grüne kann man da nicht wahrnehmen. Also deshalb braucht man die Bundesbühne, um die Wünsche zu äußern, die man selber nicht umsetzen kann. Aber lassen Sie mich zu den Grünen kommen. Das ist schon hochspannend, was die Grünen auch von sich geben. Sie haben ja den BASF-Standort in Rheinland-Pfalz als gentechnikfrei erklärt, was intellektuell schon sehr anspruchsvoll ist. Als gentechnikfrei erklärt und dann gefeiert und sogar darauf angestoßen, als diese Forschungssparte der BASF in die USA abgewandert ist. Und ich will noch ganz deutlich sagen, Baden-Württemberg, ich fand die Frage von Dr. Hocker überhaupt nicht missverständlich. Sie war vielleicht anspruchsvoll für Sie. Aber ich muss Ihnen sagen, dass bei dieser Frage in Baden-Württemberg sollten 5 Millionen € eingesetzt werden für die Forschung. Stichwort auch CRISPR-Cas für die Forschung, um der Landwirtschaft zu helfen, die Ziele zu erreichen, die Sie immer vor sich hertragen. Sie haben Ihre Ministerin ausgebremst. Aber ich kann Ihnen sagen, ich werde Teile dieser Forschung fördern mit unseren Geldern aus meinem Haus. Und wir fordern und forschen übrigens auch andere Pflanzenzüchtung, vor allen Dingen die Forschung danach. Natürlich ist CRISPR-Cas, ist grüne Gentechnik kein Allheilmittel. Aber es ist eine Möglichkeit, Offenheit, nämlich nicht von anderen überholt zu werden und sich nachher die Frage zu stellen, warum der Wissenschaftsstandort Deutschland nicht nach vorne kommt und andere Länder uns dann überholen werden. Und deshalb, liebe Grüne, würde ich Ihnen schon nahelegen, den offenen Brief von über 100 Wissenschaftlern, der an Sie veröffentlicht worden ist. Mit Sorge beobachten wir Falschinformationen von vermeintlichen gesundheitlichen, ökologischen Risiken bis zu angeblichen wirtschaftlichen Nachteilen im globalen Süden. Das wird kritisiert. In Zeiten von Fake News ist es unanständig, wenn das die Grünen tun. Und deshalb sage ich Ihnen, Professor Wilfried Wackernagel vom Institut für Biologie und Umweltwissenschaft an der Universität Oldenburg. Er ist keiner, der Fake News verbreitet, er ist Wissenschaftler. Und deshalb sage ich Ihnen, kommen Sie aus Ihrer ideologischen, aus den Grabenkämpfen heraus. Denn am Ende geht es um Folgendes. Es geht darum, dass wir die Ziele der Nachhaltigkeit erreichen, aber auch das Recht, das Menschenrecht auf Nahrung umsetzen können. Und es ist meiner Meinung nach arrogant von unserer Seite heraus, wo die Lebensmittelregale, wo die Supermarktregale voll sind, anderen Ländern, die massiv unter Klimawandel leiden, die keine Erntesicherung haben, ihnen nicht diese Forschung hier bei uns zu ermöglichen, um ihnen zu helfen, dass ihre Landwirtschaft überleben kann. Und deshalb sage ich ja, wenn wir über Farm to Fork sprechen, die Strategie vom Hof auf den Teller, die Sie ja vor sich immer hertragen,
Warum lassen Sie da immer einen Aspekt von Farm to Fork aus? Aspekt vom Green Deal. Weil dort von der Gentechnik die Rede ist. Und im Übrigen von CRISPR-Cas die Rede ist. Und dass die Grünen sehr flexibel sind. Sie sind für Kennzeichnung, ja, bei grüner Gentechnik. Aber so genau nehmen Sie es natürlich nicht, wenn gentechnisch hergestellte Vitamine in den Lebensmitteln sind oder in den Arzneimitteln sind. Da wollen Sie nicht, dass es draufsteht. Warum? Weil sich die Bürger dann daran gewöhnen werden. Sie brauchen nur ein Thema für den Wahlkampf. Das ist unseriös. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Michael Espendiller für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und bei YouTube. In der heutigen Debatte geht es um den Gentechnikstandort Deutschland. Hintergrund ist, dass mit der Firma BioNTech ein deutsches Unternehmen den ersten Corona-Impfstoff entwickelt hat. Und die Magenta-Sozialisten von der FDP haben sich da gedacht, Mensch, da setzen wir doch mal einen drauf und springen irgendwie da drüber. Im Ergebnis legen Sie, liebe Kollegen von der FDP, dann aber einen Antrag vor, der zeigt, dass Sie wieder mal nichts verstanden haben. Der Reihe nach. Sie wollen also von dem Erfolg der Firma BioNTech lernen und ein Aktionsprogramm für den Gentechnikstandort Deutschland vorlegen. Und in der Tat, man kann aus dem Erfolg der Firma so manches lernen. Erstens, die Firma BioNTech hat das wissenschaftliche Know-how mitgebracht. Um die Impfstoffentwicklung so richtig ans Laufen zu bringen, brauchte BioNTech aber Hilfe. Anfang März ging die Firma deshalb eine Kooperation mit dem amerikanischen Pharma-Riesen Pfizer ein. Aber warum mit einem Investor aus dem Ausland? Warum hat man das in Deutschland nicht selber auf die Reihe gekriegt? Alle mit einem guten Gedächtnis mögen sich erinnern, im Frühjahr war Jens Spahn noch zu sehr mit seiner Kanzlerkandidatur beschäftigt und hat Corona so richtig verpennt. Glücklicherweise machten andere sich da schon auf die Socken. Die erste Lektion ist also, wenn es richtig brenzlig wird, dann lässt Sie diese Bundesregierung alleine und Sie müssen sich an ausländische Investoren wenden, wenn das hier was werden soll. Lektion Nummer zwei, wenn diese Bundesregierung einmal aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und zur Tat schreitet, dann kann man ziemlich sicher sein, dass am Ende ein Misserfolg rauskommt. Denn was hat diese Bundesregierung gemacht? Diese Pandemie hat die Bundesregierung kalt erwischt. Man war völlig planlos und frei von Sachkenntnis. Wenn man die Berichterstattung in den ersten Monaten verfolgt hat, hätte man meinen können, im Gesundheitsministerium werden noch nicht mal E-Mails gelesen. Also, was passiert immer dann, wenn sich Politiker beweisen wollen und ihre Handlungsfähigkeit demonstrieren müssen? Sie geben das Geld anderer Leute aus. Die Bundesregierung ging also hin und investierte Steuergeld in eine andere Firma. 300 Millionen Euro gingen an die Firma CureVac und man erwarb damit Unternehmensanteile. Wieso und warum ausgerechnet diese Firma, das werden wir vermutlich nie erfahren. Am Ende steht nur, dass die Firma BioNTech diejenige war, die zuerst den Impfstoff hatte. Was lernen wir daraus? Dass der Staat kein guter Unternehmer ist. Und neben vielen weiteren Dingen lernen wir noch eine wichtige dritte Sache. Die Kollegen von der FDP sind oft gar nicht so schlecht in der Analyse von Problemen. Aber wenn es zu den Lösungen kommt, versagen sie total. Sie arbeiten hier völlig richtig heraus, dass der Unternehmergeist in Deutschland schwach ausgeprägt ist und dass die rechtlichen Rahmenbedingungen ungünstig sind. Und dann kommen Sie mit der Lösung um die Ecke, dass der Staat einen Fonds schaffen soll und dass der Staat neue Konzepte für Wagniskapital für forschende Unternehmen entwickeln soll. Sie haben hier nichts verstanden. Dieses Problem löst nämlich nicht der Staat. Die Aufgabe des Staates ist es, produktive Menschen in Ruhe zu lassen und ihnen aus dem Weg zu gehen, damit die ihre Arbeit ordentlich machen können. Die Aufgabe der Bundesregierung wäre es, das völlig veraltete Gentechnikrecht von EU und Deutschland platt zu machen. Dann könnte Deutschland nämlich auch wieder zum attraktiven Forschungsstandort auf diesem Gebiet werden. Aber bitte, das schreiben Sie sich mal hinter die Ohren, auch Frau Künast. Lassen Sie die Finger weg von der Wirtschaft. Sie können es einfach nicht. Vielen herzlichen Dank. Ja, ja. Das Wort hat die Kollegin Jasmin Fahimi für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Monitoren. Wir reden hier heute über ein Aktionsprogramm für den Gentechnikstandort Deutschland laut dem FDP-Antrag. Nun, jetzt könnte man ja meinen, wir freuen uns darauf, ganz viele tolle neue Ideen zu bekommen, aber der Leser wird bitter enttäuscht, denn der Antrag macht erst mal eins, nämlich den Standort Deutschland schlechtreden. Es ist so dramatisch hier, dass man sich fragen kann, wie wir eigentlich in Deutschland es schaffen, immer noch die viertgrößte Volkswirtschaft weltweit zu sein. Sie müssen ein bisschen aufpassen, dass Sie sich nicht die AfD-Manier angewöhnen, alles erst mal in katastrophalen, düsteren Bildern zu zeichnen, um sich dann als Retter aufzuschwingen. Aber ich will mir ja trotzdem mal anschauen, was Sie da so geschrieben haben. Über CRISPR-Cas ist ja hier schon viel gesagt worden. Natürlich hängen Sie sich daran auf. Und ich will hier noch mal deutlich unterstreichen, es geht aber gar nicht um CRISPR-Cas. Das ist ein Verfahren, das in Deutschland inzwischen als Standard auch überall in den Laboren der Pharmaindustrie etc. angewendet wird. Es hat auch niemand verboten. Es ist auch ein durchaus bewährtes Verfahren, um eben mit großer Präzision eine Mutation zu erzwingen, um es mal vereinfacht zu sagen. Sondern worum es geht, ist die Produkte, die daraus resultieren. Und die Produkte wollen Sie eben, wie hier schon darauf hingewiesen worden ist, nun nicht mehr nach dem Vorsorgeprinzip alleine bewertet wissen. Also das heißt, vorsorgen zu schauen, welche Risiken vielleicht damit verbunden sein könnten, was da für Produkte entstehen, insbesondere wenn sie halt ausgesetzt werden sollen in offenen Systemen, sondern sie wollen es gleichrangig setzen mit dem Innovationsprinzip. Das heißt, die Risikoabschätzung soll parallel zu einer Chancenbetrachtung erfolgen. Hört sich ja erstmal nett an, heißt aber de facto nur, wenn das gleichrangig zu bewerten ist, dann kann man sich die Risikoabschätzung eigentlich auch gleich sparen. Weil das heißt dann im Zweifelsfall, wenn wir morgen eine Substanz gefunden haben, um das CO2 aus der Atmosphäre zu holen, dann ist das auf jeden Fall zulassungsfähig. Wenn dabei anschließend der Planet explodiert, haben wir halt Pech gehabt. Also es geht Ihnen in Ihrem Antrag gar nicht um eine kluge Strategie für einen nachhaltigen, verantwortlichen Innovationsstandort, sondern um was ganz anderes. Und um was, das liest man in der weiteren Folge, mit zahlreichen Fonds und Begünstigungen, die Sie einfordern. Natürlich alles unspezifisch und ohne jegliche Hinterlegung von irgendwelchen Finanzvolumina. Erstens Fonds Innovation durch Gentechnologie. Wow, was ist das? Dann steht da drin, da sollen Bemühungen gebündelt werden. Punkt. Mehr steht da nicht. Zweitens, neue Konzepte für Wagniskapital und weitere steuerliche Anreize. Ja, welche denn, bitteschön? Wir haben die steuerlichen Forschungsförderungen gerade eingeführt. Daran können Sie sich doch abarbeiten. Da müssen Sie schon ein bisschen mehr Mühe machen, welche Forderungen Sie genau wollen. Und drittens, Zukunftsfonds, wie das alles zusammenpassen soll, das weiß kein Mensch, aber ist ja egal. Zukunftsfonds für junge Unternehmer, denkt man auch, toll, was für eine klasse Idee. Dies soll aber als Dachfonds konzipiert werden, der in Venture-Capital-Fonds investiert, die ihrerseits wiederum in Start-ups investieren sollen. Und dann fragt man sich, welchen Sinn hat das eigentlich? Aber das erschließt sich einem durchaus beim Weiterlesen, denn der Zukunftsfonds richtet sich vor allem an institutionelle Anleger, also Versicherungen, Pensionsfonds und Ähnliches. Und jetzt wird es klar, Sie wollen eine neue Geschäftsidee für Großinvestoren, die mit ihren Lebensversicherungen keinen Gewinn mehr machen. Also nach der Mövenpick-Schenkungssteuer nun also den Supersubventionsfonds für Versicherungen. Sehr geehrte Damen und Herren, Überschriften in Türkis und Magenta sind halt kein Ersatz für kluge Politik. Was Sie hier betreiben, ist zunehmend einfach nur Fake Policy. Und dieser Antrag strotzt vor Worthülsen und unspezifischen Forderungen. Deswegen muss ein aufmerksamer Leser diesen Antrag ablehnen, was wir hiermit auch tun werden. Das Wort hat der Kollege Oliver Krischer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin Klöckner, Sie haben Ihre Rede damit begonnen, dass Sie mehr Sachlichkeit in die Debatte bringen wollten. Und dann haben Sie
sechs Minuten lang hier jede Fraktion außer ihrer eigenen im Haus beschimpft in einer Art und Weise mit Ideologievorwurf, mit Fake News. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist einer Ministerin unwürdig, hier so aufzutreten. So. Und ganz offensichtlich scheint es Ihnen im Niveau-Limbo im Kabinett darum zu gehen, Andi Scheuer noch zu unterbieten. Jedenfalls das war der Auftritt, den wir an der Stelle gerade erlebt haben. Was diese Bundesregierung vertritt, meine Damen und Herren, das habe ich nicht gehört von Frau Klöckner. Ich habe Attacken gegen den politischen Gegner gehört. Ich habe Beschimpfungen gehört. Aber sonst ist da gar nichts. Das ist eine einzige Blackbox, eine Agrarministerin, die in Totalausfall ist und die hier auch noch die Verbraucher beschimpft. Das war nämlich auch noch ein Teil ihrer Rede. Das kann so nicht sein. So, und dann möchte ich zur FDP, Herr Wissing. Der professorale Vortrag da am Anfang, da habe ich ja über einen Satz gestaunt. Die Rolle der Biotechnologie in Deutschland, die sei offen. Also ich kann für meine Fraktion sagen, um das ganz klar hier zu sagen, Biotechnologie ist in geschlossenen Systemen, das ist eine wesentliche Technologie, von der unsere Wirtschaft abhängt, wo wir Forschung dran machen müssen, wo wir investieren müssen und wo wir in Zukunft dran arbeiten müssen. Ich staune, dass das bei der FDP unklar ist. Und das hat alles nichts mit dem zu tun, was Sie in Ihrem Antrag geschrieben haben, was Sie davon sich gegeben hat. Wenn man den Antrag der FDP anguckt, da kann ich ja nur der Kollegin der SPD zustimmen, da fehlt ja nur noch der Satz, tut mir leid, und fordern wir die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Den haben Sie diesmal vergessen aus Ihrer Phrasendreschmaschine. Und wo es hier darum geht, dass hier die Erfolge eines deutschen Unternehmens, so schlecht kann das ja an dem Standort dann hier nicht sein, im Bereich Impfstoff benutzt werden, um die Agrogentechnik zu promoten, auch von der Ministerin, das ist ehrlich gesagt schäbig. Das sind völlig zwei verschiedene Systeme. Gentechnik, Biotechnologie in geschlossenen Systemen, da hat niemand ein Problem mit. Die Frage ist doch nur, setzen wir es am Ende frei und machen wir hier unkontrolliert Risiken. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen, die in Ihren Reden, in Ihrem Antrag und überall kunterbunt durcheinander gehen. Beschäftigen Sie sich damit mal seriös, statt dass Sie hier am Ende nur Phrasen von sich geben. Das ist das Niveau, was hier nicht passt. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Kees de Vries das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine liebe Kolleginnen und Kollegen! Vorab möchte ich den Damen Dottner und Charpentier zur Entdeckung der CRISPR-Cas9-Schere gratulieren. Dafür haben sie dann zweifelsfrei den Chemie-Nobelpreis verdient. Aber auch der Agrarwissenschaftler Norman Borlaug, ebenfalls Nobelpreisträger, möchte ich hier meine Hochachtung aussprechen. Er hat als Vater der Grünen Revolution im Jahr 1970 den Friedensnobelpreis bekommen, mit der Begründung, und ich zitiere, mehr als jede andere Person unserer Epoche hat er geholfen, Brot für eine hungrige Welt herbeizuschaffen. Und deshalb, ungeachtet aller unbegründeten Horrorszenarien, welche die Grünen in Endlosschleife im Zusammenhang mit den neuen Züchtungstechniken verbreiten, werde ich nicht müde, den Menschen in unserem Land zu erklären, dass es eben genau jene neuen Züchtungstechniken sind, die eine große Chance auf eine zweite grüne Welle bieten. Wir in Deutschland kennen die Probleme nicht. Wir leben in einem Schlaraffenland. Unsere Regalen sind immer voll. Wenn Sie, meine liebe Kolleginnen von den Grünen, und leider muss ich hier auch die SPD und viele andere nennen, wenn Sie unsere Forscher und Pflanzenzüchter endlich mal Aufmerksamkeit und einen Funken Vertrauen schenken würden, verstehen Sie die Technik auch.
Leider haben Sie die Einladung des gläsernen Labors, diese Technik kennenzulernen, nicht wahrgenommen. Nur CDU, CSU und FDP waren da. Sie aber glänzen durch Abwesenheit. Aber ja, es hätte natürlich passieren können, dass Sie Ihre ideologische Blockadehaltung hätten aufgeben müssen. Und damit bin ich dann bei der FDP und deren Antrag. Aber leider ist es so, liebe Kollegen der FDP-Fraktion, dass wir eine durch Sie jetzt angestoßene Scheindebatte führen, ohne neue Erkenntnisse, in der Sie sich gerne als Anwalt der neuen Züchtungstechniken präsentieren wollen. Inhaltlich tragen Sie heute wieder alle CDU-CSU-Argumente vor. Gemeinsam mit Julia Klöckner fordern wir schon lange, die neuen Züchtungstechniken für die Züchtungshäuser nutzbar zu machen. Und deshalb lehnen wir den Antrag ab. Wir alle wissen, dass aktuell ein Gutachten der EU-Kommission zu den neuen Züchtungstechniken läuft. Ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Gutachten im Rücken wieder zum Rest der Welt aufschließen werden und das Gentechnikrecht endlich dem heutigen aktuellen Stand anpassen werden. Den anfangs genannten Wissenschaftler Norman Borlaug wird nachgesagt, mit seiner grünen Revolution eine Milliarde Menschen das Leben gerettet zu haben. Dabei war er nicht mal ein echter Biotechnologie-Anhänger, aber er war ein Modernisierer, der überzeugt war, dass 9 bis 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt nur umweltschonend und ausreichend ernährt werden können, wenn alle pflanzenzüchterischen Möglichkeiten genutzt werden. Darum bin ich mir auch sicher, dass langfristig die wissenschaftlichen Fakten dazu führen werden, dass wir auch die Möglichkeit der neuen Züchtungstechniken einsetzen dürfen. Liebe Gegner der Modernisierung, im Interesse der Umwelt und der hungernden Menschen auf unserer Welt, sprengen Sie über Ihre Schatten und lassen wir uns diese Chance nicht verpassen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Rainer Spiering für die SPD-Fraktion. Ja, Kollege Poschka, das wird wohl passieren. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Kolleginnen und Kollegen, vorab, ich möchte mich, weil das heute auch angesprochen worden ist, bei den Gründern von BioNTech bedanken, dass sie einen Impfstoff entwickelt haben in Deutschland, der der Welt hilft, und zwar wirklich hilft. Und was für mich ganz besonders wichtig ist, und das bereitet mir eine große, große Freude, das sind junge Menschen, die sind gekommen als Kinder aus der Türkei. Das sind genau die Menschen, die die AfD hier nicht haben will. Das sind genau die Menschen, die wir in diesem Land brauchen für die Fortentwicklung eines freien Geistes. Und deswegen bin ich so tief dankbar, weil es zeigt, dass dieses Land den freien und intellektuellen Geist wesentlich höher bewertet als Volks- und Nationalzuständigkeit. Und deswegen können wir dankbar für die Freiheit in unserem Land sein. Und im Übrigen, egal wie man zu Pfizer steht, ist es auch ein Zeichen internationaler Kooperation, die die Welt beim Zusammenwachsen braucht. Und wenn ich dem Weltbild der AfD einigermaßen folgen kann, dann besteht die Gefahr, wenn man die mal machen lassen würde, wir würden in den Zustand Nordkoreas gelangen. Zu der Frage Gentechnik, nun habe ich sehr deutlich erlebt, wie wir die Atomdebatte geführt haben. Und ich bin übrigens selber ein Verfechter der Atomtechnik gewesen. Aber im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass sich Risiken einstellten, die vorher wir überhaupt nicht zu beurteilen konnten. Und wenn Sie mal darüber nachdenken,
was die Frage der Lagerhaltung von Restatommüll beinhaltet, dann wissen Sie, welche Gefahren wir haben. Und bei der Stelle und an der Stelle wage ich darauf hinzuweisen, wenn wir operativ ins Genom eingreifen, dann hat mir bis jetzt noch kein Wissenschaftler zugesagt, dass das nicht ähnliche Folgen für die Atomindustrie haben wird. Und deswegen bin ich bei dem operativen Eingriff ins Genom, und zwar nicht in der roten Gentechnik, sondern in der grünen Gentechnik, sehr vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig. Und ich würde uns allen anraten, wenn wir Wissenschaft bemühen, dann würde ich an der Stelle auch die Theologen bemühen, den Ethikrat bemühen, dann würde ich die Soziologen bemühen und dann würde ich auch Zukunftsforscher als Wissenschaftler bemühen, um die zu fragen, können wir das verantworten? Die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, ist CRISPR-Cas und Ähnliches als Technologie überhaupt zukunftsweisend? Wir haben mittlerweile Verfahren, die auf der Macht von Algorithmen beruhen, zum Beispiel Smart Breeding, die ohne den operativen Eingriff funktionieren. Mit die größten Geflügelzüchter der Welt verfahren mit diesem Verfahren und züchten innerhalb kürzester Fristen neue Populationen ohne den Zugriff oder den Einschnitt in das Genom. Was nutzen sie? Diese Algorithmen nutzen die natürlichen Genome und stellen heraus, mit welcher Kombination von natürlichen Genomen Fortschritt zu erzielen sei. Und das ist doch der Weg, nicht dem lieben Gott ins Handwerk fuschen bei der grünen Gentechnik, sondern mit der Hilfe von Algorithmen das, was uns die Natur zur Verfügung stellt, zu nutzen. Das wäre doch mal ein zukünftiger Ansatz, der uns gut zu Gesichte stehen würde. Und das sollten wir fördern. Abschließend zu dem Vortrag der FDP. Ich bin froh und glücklich, in einem der besten Wissensstandorte der Welt leben zu dürfen und auch in einem Parlament zu sein, das diese Wissenschaft massiv fordert. Und nur der freie Geist und der freie Intellekt von Wissenschaftlern in einem freien Land wie Deutschland, das nach vorwärts gerichtet ist, kann diese Wissenschaft wirklich zielgerichtet loslassen. Und sie braucht unsere Unterstützung und unsere Betreuung. Und die SPD steht dafür seit 150 Jahren. Das Kollege Spiel. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun die Kollegin Katrin Staffler das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Biochemikerin würde ich am allerliebsten ganz laut jubeln, wenn es darum geht, dass man medizinische Biotechnologie in Deutschland stärker unterstützt und stärker fördert. Weil ich weiß, wie wichtig das für die Zukunft der Medizin sein kann und gerade auch die medizinischen Einsatzmöglichkeiten der sogenannten mRNA-Technologien ist ja quasi de facto fast grenzenlos. Im Übrigen tut die Bundesregierung das auch. Ich möchte jetzt nur mal ein kleines Beispiel nennen, weil ich es bemerkenswert fand, was der Minister anfangs der Debatte dazu gesagt hat. Die Bundesregierung fördert BioNTech bei der Impfstoffentwicklung mit fast 400 Millionen Euro. 400 Millionen Euro. Der Minister Wissing, der gerade so eindrucksvoll davon gesprochen hat, wie sehr man diese Technologien doch auch finanziell unterstützen soll. Das Land Rheinland-Pfalz fördert BioNTech nach einer Landtagsanfrage mit 500.000 Euro. Ich würde sagen, da sprechen Worte und Taten auch unterschiedliche Sprachen an der Stelle. Kommen wir zurück zur Messenger-RNA. Hinter dem zugegebenermaßen etwas sperrigen Begriff steckt nämlich zum Beispiel die Möglichkeit, dass man bestimmte genetische Krankheiten behandelt ohne, und das ist ja genau das Spannende an dem Thema, dass wir in die DNA eingreifen, also unser Erbgut. Wir können mit mRNA unsere eigenen Körperzellen zu kleinen Fabriken machen. Diese Fabriken produzieren dann Arzneimittel, die helfen, Krankheiten zu heilen, an denen wir selber erkrankt sind. Wir können durch mRNA unser Immunsystem
den Bauplan geben für Antigene, sodass das Immunsystem dann dafür sorgt, dass Infektionskrankheiten effektiv bekämpft werden kann. Oder, und das finde ich eigentlich fast noch viel besser, dass durch die Immunreaktion zum Beispiel Tumorzellen angegriffen werden und abgetötet werden und wir im optimalen Fall dann durch diese Technologie Krebs heilen können. Ich weiß, das klingt alles so ein Stück weit nach Science Fiction, aber in den letzten Monaten sind all diese Dinge, von denen ich da beispielhaft gesprochen habe, greifbar geworden. Und so verrückt es vielleicht klingen mag, wir stehen vor der großen Revolution in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen der Medizin. Und deswegen sage ich ganz klar, natürlich müssen wir diese Entwicklungen unterstützen. Natürlich müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir die Spitzenposition, die wir im Moment ein Stück weit haben, nicht nur über die Ziellinie retten, sondern es geht darum, dass man Strategien entwickelt, die es uns erlauben, dass wir den Vorsprung ausbauen, den wir im Moment haben. Und um ehrlich zu sein, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, da ist mir der Antrag, den Sie dazu heute vorgelegt haben, eben doch zu sehr auf die Schnelle aus dem Ärmel geschüttelt. Der Aktionsplan ist sicherlich gut gemeint. Mir ist es aber ehrlich zu sagen, ein bisschen zu viel Aktionismus, ein bisschen zu wenig Plan, zu wenig Strategie und zu wenig roter Faden. Aus meiner Sicht geht es nämlich eben nicht darum, dass man ganz so schnell wie möglich, so viel Geld wie möglich in irgendwelche Programme reinstecken, die uns halt gerade so in den Kopf kommen, sondern ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir ein Programm, das alle Bereiche in dem Zusammenhang umfänglich im Blick hat, das von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung reicht, das auch die Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit vorantreibt und so weiter und so fort. Und wenn uns all das gelingt, dann brauchen wir immer noch eine gute Strategie im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Weil wie wollen wir denn den Menschen erklären, dass es wichtig ist, dass man einen großen Haufen Geld in Bereiche steckt, die kaum einer wirklich in Gänze verstehen kann und der, ehrlich gesagt, die Menschen deswegen auch ein Stück weit manchmal verunsichert. Wir merken doch jetzt schon bei dem Impfstoff zu Covid-19, dass wir unglaublich viel erklären müssen, dass wir die diffusen Ängste, die halt teilweise in Teilen der Bevölkerung da sind, abbauen können. Und genau deswegen müssen wir diesen Bereich in einer umfangreichen Strategie mitdenken, weil nur mit einer breiten Akzeptanz kann das Ergebnis zu einem medizinischen Erfolg werden, aber auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg werden. Der Kollege Mario Brandenburg, der dürfte das eigentlich auch wissen, weil es ist gerade schon von Kirsti Fries angesprochen worden. Es ist wichtig, dass solche Methoden für jedermann erfahrbar und werden, damit es auch verständlich werden kann. Wir haben gerade diesen Laborkurs zu CRISPR-Cas gemacht. Und haben da gesehen, dass gerade durch die praktische Arbeit das Verständnis für diese neuen Technologien wächst, dass es ermöglicht wird. Wir müssen daran arbeiten, dass mehr Bürgerinnen und Bürger die Chance bekommen, dass sie einen besseren Einblick erhalten. Und deswegen würde es mich freuen, wenn auch die Kollegen diesen Kurs irgendwann noch nachholen und dabei ein tieferes Verständnis für diese Technologien bekommen, weil, wenn wir wichtige Entscheidungen in dem Bereich treffen wollen, dann sollte man auch dieses grundlegende Verständnis davon haben. Bei der einen oder anderen Rede, die wir heute gehört haben, war ich mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Um zum Schluss zu kommen, die FDP... Ja, Kollegin Staffler, achten Sie bitte auf die Zeit. Letzter Satz. Die FDP hat mit dem Antrag was vorgelegt, was in die richtige Richtung geht. Ich freue mich darauf, wenn wir das Thema jetzt künftig so weiterentwickeln, dass daraus ein großer Erfolg wird für unsere Gesundheit, ein Erfolg für unseren Wissenschaftsstandort und vor allem ein Erfolg für unsere Zukunft. Dankeschön. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 24.365 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft auf Drucksache 16.565. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 10.166 mit dem Titel
Chancen neuer Züchtungsmethoden erkennen für ein technologieoffenes Gentechnikrecht. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die FDP-Fraktion. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Wir sind noch beim Zusatzpunkt 8. Unter Buchstabe B empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 13072 mit dem Titel Agrarwende statt Gentechnik, neue Gentechniken im Sinne des Vorsorgeprinzips regulieren und ökologische Landwirtschaft fördern. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zusatzpunkt 9. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Einsatz neuer Züchtungsmethoden ermöglichen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 24.182 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 23.694 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die AfD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 11a und 11b sowie den Zusatzpunkt 10. Beratung von Vorlagen zur Änderung des Bundesarchivgesetzes, des Stasi-Unterlagengesetzes und zur Einrichtung einer oder eines SED-Opferbeauftragten sowie zu einem Gedenktag. Zudem von den Fraktionen der CDU-CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen eingebrachten Gesetzentwurf liegen zwei Änderungsanträge der Fraktion der AfD vor. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen.